meine Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr aus solchen Thunfischdosen einen niedlichen Adventskranz basteln könnt. Dazu braucht ihr natürlich 4 leere Thunfischdosen, die ihr schön sauber gemacht habt. Außerdem braucht ihr verschiedene Washi-Tapes, das sind diese bunten Klebebänder mit hübschen Mustern drauf. Im ersten Schritt grundieren wir aber zunächst die Konservendosen mit weißer Plakatfarbe. Der Aufdruck auf den Dosen ist nämlich ziemlich bunt und lässt sich nicht einfach mit einer Papierbanderole abnehmen. Der Aufdruck muss mit der Farbe auch nicht komplett abgedeckt werden. Mir geht's hier nur darum, dass nicht irgendwo das Wort Thunfisch durch das Washi-Tape durchschimmert. Wenn die Farbe getrocknet ist, werden die Dosen mit dem ausgesuchten Washi-Tape verziert. Ich habe mich heute für die Farben Gold, Schwarz und Rot entschieden. Das Vorgehen ist relativ simpel. Die Tapes werden einfach rundum einzeln auf die Dose geklebt. Die verschiedenfarbigen Klebebänder werden untereinander angebracht. Achtet hier darauf, immer an derselben Stelle mit dem Aufkleben zu starten. So gibt es quasi nur eine Naht, an der man sieht, dass die Bänder hier anfangen und aufhören. Wenn das unterste Washi-Tape über den Dosenboden hinausragt, könnt ihr den Rest dann einfach zum Boden hinwegkleben. So verziert ihr alle 4 Thunfischdosen. Ich habe meine Dosen mit unterschiedlichen Washi-Tapes beklebt, aber alle 4 im gleichen Farbschema, sodass sie trotzdem zusammenpassen. Man kann natürlich auch alle Dosen gleich bekleben, das könnt ihr halten wie ein Dachdecker. Ich habe am Ende noch den obersten Rand der Dosen mit weißem Lackmarker bemalt, damit er schön ordentlich aussieht. Und wenn ihr dann mit dem Bekleben fertig seid, könnt ihr eure Konserven noch mit hübschem Füllmaterial füllen. Ich habe mich für Moos entschieden. Das habe ich tatsächlich auch selbst draußen gesammelt, aber man kann sowas auch im Dekoladen kaufen. Alternativ könnt ihr die Dosen auch mit Vogelsand oder so Glitzer-Dekosteinchen füllen. Das könnt ihr hier wieder auch machen, wie ihr möchtet. Ich bin ja nicht euer Boss. Dann ist euer Adventskranz auch schon fertig. Ich habe meine Dosen noch auf einer Holzscheibe arrangiert und kleine Deko-Tannenbäumchen dazugestellt, damit man das Ensemble auch als Adventskranz erkennt. Ich habe mich außerdem für die großen Teelichter entschieden, die leuchten länger und sehen im Moos nicht so verloren aus. Ich hoffe, dass euch die Anleitung gefallen hat. Wenn ihr Lust auf mehr Do-It-Yourself-Ideen habt, dann besucht doch gerne meinen Blog Letters and Beads. Oder folgt mir doch direkt hier auf YouTube, so verpasst ihr dann auch in Zukunft keine neuen Videos mehr von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.